Schönen guten Morgen hier bei dieser Pressekonferenz in der Maxhalle, wo ja wir als Barracuda Music Holding schon einige schöne Konzerte gespielt haben. Und es war uns wichtig, dass wir in einer Location sind, die sozusagen ein bisschen konzertaffin ist, und das ist ja die Maxhalle eindeutig. Es geht eben bei dieser Pressekonferenz nicht nur um das Nova Rock & Core, das möchte ich hier mal gleich vorweg sagen. Ja. Wir wollen Zeichen setzen, ja. Wir wollen vor allem aufzeigen, wie wir als Veranstalter die Zukunft der Konzerte und der Festivals in Österreich sehen wollen und sehen würden. Ja. Und in diese Richtung wollen wir sozusagen Signale aussenden, auch in Richtung Politik, ja, wie wir uns das vorstellen könnten und was wir da anbieten könnten. Wie wahrscheinlich manche von Ihnen wissen, war vor einigen Wochen die Aufregung und die Wut bei mir sehr groß, als das Frequency Festival in St. Pölten meiner Meinung nach völlig zu Unrecht abgesagt worden ist. Ja, wir hatten ein Präventionskonzept, das wirklich hoch gelobt war. Ja, und wir haben damals schon sozusagen uns zusammengeschlossen und gesagt, das Nova Rock & Core in Wiener Neustadt wollen wir spielen, unbedingt. Ja, und es war dann so, dass wir uns überlegt haben, einen Event aufzusetzen, der seinesgleichen in Österreich sucht bis jetzt, ja, und das ist es jetzt geworden. Ja. Wir haben die Unterstützung bei diesem Event, hochrangige wissenschaftliche Unterstützung bei diesem Event gewinnen können, ja, mit dem Hans-Peter Hutter, ja, mit dem Niki Popper, die diesen Event für uns wissenschaftlich betreuen werden, ja, und begleiten werden. Wir haben medizinische Beratung vom Herbert Weltler, der medizinischer Berater des burgenländischen Impfkoordinators ist, ja, und auch medizinisch sozusagen das Projekt betreuen wird. Und insofern ist es so, dass wir eigentlich sagen wollen, wir sind nicht Teil des Problems, ja, sondern wir sind eigentlich Teil der Lösung. Und das sollte man jetzt irgendwann einmal auch von Seiten der Politik verstehen. Ja. Wir haben immer wieder Signale ausgesendet, dass wir eigentlich klare Informationen haben von Festivalbesuchern, aber auch Konzertbesuchern, dass diese sich für Festivals und für Konzerte impfen lassen würden. Das heißt, wo die Impfbereitschaft definitiv auf positiven Boden treffen würde, ja, wenn man hier mit uns als Veranstalter zusammenarbeiten würde. Bis jetzt ist es eigentlich in keinster Art und Weise passiert, und das trifft bei mir auf völliges Unverständnis. Ja. Unverständnis auch deswegen, weil Minister Mückstein ja vor, ich glaube jetzt ein, zwei Monaten angekündigt hat, dass jetzt die Jugend dran ist. Ja. Und das wäre beim Frequency der Fall gewesen. Faktum ist, und das muss ich ganz klar sagen, er hat sein Versprechen gebrochen. Eindeutig gebrochen, weil er hat 40.000, 50.000 Jugendliche wirklich enttäuscht im Regen stehen lassen, die nicht das Frequency besuchen konnten, obwohl man eigentlich alle Vorkehrungen als Veranstalter, die man treffen hat können, getroffen haben. Und letztendlich wurde dann das Festival von einer lokalen Behörde abgesagt, und das kann einfach nicht Sinn der Sache sein, ja, dass sich die Politik sozusagen elegant aus dem Ganzen raushält, ja, und sozusagen vielleicht Verantwortungen dann oder Entscheidungen an lokale Behörden abschiebt, unter Anführungszeichen, und vor allem Versprechungen macht und dann sozusagen Vogelstrauß-Politik betreibt und sich elegant aus dem Ganzen raushält. Das Nova Rock & Core ist ein Festival, das wir uns, wie gesagt, wissenschaftlich betreuen lassen und wirklich Ergebnisse liefern wollen, ja, die aufzeigen sollen, dass man nicht nur Festivals in dieser Art und Weise spielen kann, ja, und spielen soll, weil wir wollen es spielen, das ist ganz klar, sondern auch, es soll auch ein Zeichen setzen für Konzerte und Events im Herbst und im Winter, die vor uns stehen. Wir haben momentan alleine von Barracuda über 100 Konzerte noch am Plan stehen, die von jetzt bis, ich glaube, Jänner oder Februar stattfinden sollen, ja, und die noch nicht verschoben sind oder abgesagt sind. Ja. Das heißt, es geht uns auch darum, in diese Richtung Signale zu setzen, dass wir mit den Ergebnissen, die dieses Leuchtturmprojekt Nova Rock & Core mit dieser wissenschaftlichen Begleitung und Betreuung, dieses Ergebnis, was dieses Festival sozusagen mit sich bringen wird, auch positiv in den Herbst und in den Winter schauen können. Es ist auch so, dass es Umfragen gegeben hat, schon im Vorfeld von Ö-Ticket zum Beispiel, aber auch Frequency, ob sich Besucher, Besucherinnen für ein Festival impfen lassen würden. Und da hat es ein klares Ergebnis bei einem Frequency gegeben, wo knapp 75% gesagt hätten, sie würden sich für das Festival impfen lassen, beziehungsweise sind schon geimpft. Ne?
konnten wir leider nicht beweisen beim Frequency oder können wir nicht beweisen. Faktum ist aber, dass das Szene Open Air, ein Partnerfestival von uns, am vorletzten Wochenende in Vorarlberg stattgefunden hat, mit 7000 Besuchern pro Tag, mit Campen an 3 Tagen hintereinander. Man hat die Besucher ausgewertet, man hat alles gescannt und Faktum ist, man hat dazwischen, es geht darum, dass einige Leute noch Zettel mitgebracht haben und das jetzt nicht natürlich digital alles gegangen ist, aber man hat einen Wert von 75 bis möglicherweise sogar 80% Geimpften bei diesem Festival gehabt. Ja. In einer Zielgruppe, wo wir normalerweise, was ich jetzt so weiß, bei 30-40% liegen. Ja. Das heißt, wir sprechen hier von Doppelten. Ja. Und da frage ich mich wirklich, warum man diese Chance nicht ergreift, ja, und mit den Veranstaltern in diesem Land sich zusammentut und sagt, lasst uns doch bitte die Impfbereitschaft der Jugendlichen oder eben in dieser Zielgruppe, wo die Impfbereitschaft momentan nicht so groß ist, das ausnützen. Ja. Ich verstehe es bis dato nicht, warum man das nicht tut. Ja. Wir haben uns bei dem Nova Rock & Co. das Ganze nicht leicht gemacht. Wir haben uns selbst eigentlich die schwersten Regeln auferlegt, um dieses Festival durchzuführen, weil wir einfach genau wissen wollen, welche Zahlen wir dort sozusagen produzieren werden. Selbst auferlegt haben wir uns deshalb bei dem Festival 2G, ja, das heißt nur geimpft und PCR getestet. Das heißt, man muss zu diesem Event mit einem gültigen PCR-Test kommen. Es ist so, dass man von Seiten der Politik auch und Experten sagen, dass natürlich die Impfungsrate eine sehr, sehr wichtige ist. Ja. Also die Frage ist jetzt noch natürlich, will man jetzt diese Hilfe von uns annehmen oder nicht? Ja. Und das Nova Rock & Co. am 11. September in Wiener Neustadt gibt sozusagen diese Möglichkeit, ja, diese Möglichkeit, Zahlen zu liefern, ja. Und dazu ist es so, dass wir den Hans-Peter Hutter in das Präventionskonzept für das Festival involviert hatten. Der Hans-Peter hat in den letzten Tagen intensivst auch dieses Präventionskonzept von uns überarbeitet, ja, hat es noch verschärft, ja, um hier wirklich sitzen zu können, glaube ich, jetzt einmal und hinter diesem Projekt zu stehen. Und darum möchte ich jetzt einmal an den Hans-Peter Hutter weitergeben. Danke, Ewald. Guten Morgen. Es geht im Prinzip um Vorsicht, Umsicht und Zuversicht. Das Ziel jedes Präventionskonzeptes ist ja, dass man ein bestimmtes gesellschaftliches Leben aufrechterhält unter vorsorgenden Maßnahmen, sodass es zu einer Verringerung von Infektionen kommt und die Ausbreitung nicht innerhalb dieser Events stattfindet. Das ist das Ziel von Präventionskonzepten, von Vorsorgekonzepten. Und das zu erreichen ist natürlich nicht einfach, weil es verschiedene Rahmenbedingungen gibt. Die erste Rahmenbedingung ist klar, es gibt gesetzliche Vorschriften. Zweiter Punkt ist, dass es, Ewald hat schon gesagt, es gibt auch die Behördensicht. Und die muss sich nicht unbedingt mit der Verordnungssituation decken. Denn wie wir alle wissen, ist ja im Prinzip jetzt eine Veranstaltung ohne Kapazitätsgrenzen möglich. Das kann die Behörde anders sehen. Und der dritte Punkt ist natürlich die Veranstaltersicht. Es gibt hier auch Grenzen der Möglichkeiten, bestimmte Konzepte umzusetzen. Und das alles braucht eine bestimmte fachliche Beurteilung, wie man diesen Spagat auch noch schafft. Und das haben wir jetzt versucht, das auch mit entsprechender Expertise einzubringen. Der wichtigste Punkt, es gibt sehr, sehr viele Details in diesem Konzept, das muss man ganz klar sagen, das wird auch der Behörde vorgelegt, aber es sind ein paar wichtige Punkte. Der erste ist, dass man den Innenraumbereich ausgespart hat. Wir wissen alle, dass es natürlich im Außenbereich quasi diese Aerosolproblematik nicht gibt und deswegen hat man sich entschieden, wir machen das alles im Außenbereich. Der zweite Punkt ist, schon angesprochen, dass es eine 2G-Regel gibt und zwar eine, die die Gültigkeit erst einmal geimpft und der zweite Punkt ist, alle, die nicht geimpft sind, vollständig immunisiert nach den entsprechenden Richtlinien,
müssen einen gültigen PCR-Test vorweisen. Und auch da sind wir schärfer, denn der hat keine Gültigkeit von 72 Stunden, sondern von 48 Stunden. Letztlich sind es noch viele andere kleine Schutzmaßnahmen. Man überlegt sich auch die Anreise, wie schaut es da aus, gibt es Konzentrationseffekte beim Eingang, wie ist der Abgang und so fort. Also es gibt da noch viele, viele andere Dinge, die man hier berücksichtigt hat. Aber ein wesentlicher Punkt ist, das ganze Konzept ist jetzt, wenn ich es einmal mit der Ampel vergleichen kann, nicht eingestellt auf eine Evidenz oder eine Inzidenzsituation grün geschaltet, wo es vielleicht ein paar Infektionen pro Tag gibt, sondern schon auf eine Situation, wo es deutlich problematischer sein kann. Also man stellt das immer in Richtung Worst Case ein, sodass man wirklich auf der sicheren Seite liegt. Letztlich ist das Ziel, ja, auf der einen Seite dieses Event so sicher wie möglich zu machen, zeigen, dass man Events auch pandemiefähig machen kann, wenn Sie so wollen, aber gleichzeitig auch dem Bedürfnis nachkommen zu können, dass Jugendliche ja, ein Bedürfnis haben nach Kultur, Kunst und sozialen Kontakten. Und das, und auch wichtiger Punkt, wir werden noch hören dann später, in einem kontrollierten Ambiente, in einem Setting. Das ist aus meiner Sicht wesentlich und nicht zuletzt deswegen, weil wenn Sie jetzt das dann in die Zukunft extrapoliert haben wollen, ist das ein Pilotprojekt, wo man auch eines ganz klar sehen muss. Es geht jetzt zwar um das Einzelevent, aber diese Überlegung, dass man auch über solche Events diese Impflücke erschließen kann von Jugendlichen, dass man diese Gruppe auch dorthin bewegen kann, ist aus meiner Sicht jetzt übergeordnet über dieses Projekt natürlich ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Denn das ist eine Gruppe, das wissen wir von allen anderen Impfungen, die quasi impfträge ist. Das wissen wir aus vielen anderen Impfungen. Und von daher denke ich, ist es auch ein Ziel, ein höherrangiges Ziel, nicht nur das Event so abzuführen mit einem Präventionskonzept, sondern in die Zukunft zu denken. Und das ist auch dann die ganze Überlegung und Analytik, die der Niki Popper gemacht hat. Ja, zum Niki Popper muss ich sagen, er wollte heute hier dabei sein, hat aber leider kurzfristig aus privaten Gründen absagen müssen. Nichtsdestotrotz hat uns der Niki Videobotschaften geschickt für euch, ja, die wir uns jetzt gerne anschauen wollen. Haubi, bitte. Es ist natürlich nicht so, dass keine neuen Fälle entstehen. Das passiert aber ohnehin aktuell dauernd. Die große Frage ist, können wir mit gezielten Events, wie wir da einen haben, besser gegensteuern, wie wenn wir die Events einfach ungesteuert passieren lassen, was im Moment sehr häufig der Fall ist. Und da sehen wir im Modell ganz eindeutig, ja, das macht Sinn. Das heißt, das Ziel muss ja sein, Normalität zu bekommen und gleichzeitig die Infektionszahlen, die getestet positiven, niedrig zu halten. Und das kann man mit solchen Veranstaltungen, das sehen wir im Modell und da ist uns das ganz wurscht von wissenschaftlicher Seite, ob das Novarock ist oder ein anderes, das kann man gut durchführen. Ein besonderer Aspekt erscheint mir auch zu sein, den Incentive impfen zu gehen. Das heißt, wenn es gelingt, mit solchen Veranstaltungen junge Menschen zu motivieren, zu sagen, ja, das Impfen nützt mir und nützt der Allgemeinheit etwas, dann ist das, glaube ich, überhaupt eines der besten Aktivitäten. Das heißt, das, was wir sagen, ist noch besser wie PCR-Testen, ist den Leuten frühzeitig zu sagen, geht's impfen, dann habt ihr die Annehmlichkeit, ohne Probleme da reingehen zu können. Und das ist etwas, wo wir es in dem Modell sehen, dass das in der Dynamik extrem wichtig ist. Warum? Weil diese Personen werden dauerhaft aus den Ausbreitungsnetzwerken rausgenommen. Das sind die, die nicht mehr mitspielen oder viel weniger mitspielen, um es wirklich wissenschaftlich korrekt zu sagen, bei den Ausbreitungen und bei den Erkrankungen. Und das erscheint uns jetzt bis in den Herbst als besonders wichtig und das ist eigentlich der Game Changer, den wir erreichen müssen. Was wir im Modell sehen, ist, dass wir bei den jungen Menschen erst circa bei der Hälfte der Erstimmunisierungen sind, wie bei älteren Altersgruppen. Und das ist etwas, was wir tun müssen. Also wir sehen das auch in den Modellen bei uns. Wir schauen uns im Moment weniger die Dynamik an bei den Ausbreitungen. Natürlich ist das auch wichtig und vor allem die Hospitalisierungszahlen. Aber ganz wichtig ist, die Erstimpfungen gehen ganz stark zurück. Und hier müssen wir uns überlegen, wie können wir die Menschen motivieren, impfen zu gehen? Und natürlich kann man jetzt sagen,
Man lässt dann Tests etwas kosten. Natürlich kann man über Impfpflicht in gewissen Berufsgruppen diskutieren. Das ist unbenommen. Allerdings, was wir aus unserer Erfahrung in Prävention sehen, ist, man muss niederschwellig zu den Menschen hingehen. Das heißt, entscheidend wird für den Herbst sein, wie schaffen wir es, dass die jungen Menschen sich impfen lassen. Ja, wie gesagt, danke auf jeden Fall jetzt schon an den Hans-Peter und an den Niki, ja, die sozusagen wirklich hochrangig sozusagen dieses Projekt unterstützen werden. Ja. Ich muss auch dazu sagen, es haben Events stattgefunden, wie zum Beispiel die Formel 1 mit 130.000 Besuchern mit 3G, ja. Fußball mit 30.000 Besuchern im Stadion, der MotoGP findet angeblich mit uneingeschränkter Kapazität statt, ja. Ebenfalls 3G. Und das Frequency Festival, wo die Jungen drankommen hätten sollen, ja, findet nicht statt. Also wir finden nicht statt. Ja. Diesbezüglich ist es auch so, dass natürlich der Christoph Klinger hier sitzt, CEO von ZTS Event in Austria, ja, der, denke ich, auch dazu einige Fakten und einiges zu sagen hat. Bitte, Christoph. Ja, vielen Dank. Ich glaube, die bekanntere Marke in Österreich ist ja das Unternehmen Ö-Ticket. Und als führendes Kartenunternehmen ist es so, dass Ö-Ticket mit fast allen Veranstaltern in Österreich zusammenarbeitet. Das sind so um die 5.000 Veranstalter, und in einem normalen Jahr sprechen wir von ca. 75.000 Veranstaltungen, die stattfinden. Man muss sich vorstellen, dass man im letzten Jahr ca. 15% davon hat stattfinden lassen können. Da kann man sich ungefähr vorstellen, was auch die wirtschaftlichen Auswirkungen sind in dieser und für diese Veranstaltungs- und Kulturbranche. Und ich erlaube mir jetzt mal für viele große und kleine Veranstalter hier eine Forderung an die Regierung und an die Entscheider zu richten, die da ganz einfach heißt: Bitte trefft ihr doch die Entscheidungen. Es ist so, dass wir momentan eine totale Verunsicherung haben, der Herr Tata hat es gerade beschrieben, ob Veranstaltungen dann am Ende stattfinden dürfen können oder ob es gewollt ist oder nicht. Es gibt hier keine klare Linie. Wir sind für jede Veranstaltung froh. Wir sind natürlich extrem froh, wenn so eine Leuchtturmveranstaltung wie Formel 1, wie MotoGP stattfinden kann. Ich möchte aber da noch dazu, dem hinzufügen, dass wir wissen, dass zigtausende Holländer dort tagelang kampiert haben und gefeiert haben. Und jetzt nichts gegen die Niederländer, aber ich denke, das ist von einem Frequency nicht weit weg. Also ich sehe den großen Unterschied nicht. Es liegt dann tatsächlich an der jeweiligen Verwaltungsbehörde, die dann den Daumen hebt oder senkt. Stellen Sie sich vor, Sie bauen ein Haus. In dem Fall, es ist teuer, es ist ein großes Haus, es ist vielleicht ein Mietshaus. Es heißt, Sie dürfen dieses Haus bauen, Sie stellen dieses Haus fast fertig, und kurz bevor die Mieter einziehen, kommt jemand und sagt: Ich habe es mir doch anders überlegt, dieses Haus muss jetzt abgerissen werden. Ja? Genauso ist das, was zum Beispiel beim Frequency stattgefunden hat, und auch genau in diesen Dimensionen, nämlich Millionen von Euro. Jetzt kann man sagen, naja, es gibt ja Schutzschirme etc. Erstens, diese Schutzschirme greifen nur zu, wenn überhaupt, 80%. Und zweitens wollen die Veranstalter ja nicht von Steuergeldern leben. Die wollen ja veranstalten und eben Teil der Lösung sein, so wie es auch der Professor Hutter beschrieben hat, und nicht Teil des Problems. Das heißt, also wir wollen von der Regierung Mindestanforderungen haben. Wenn das heißt, mit 2G kann eine Veranstaltung immer stattfinden, dann weiß man, 80% der Bevölkerung oder 90 oder 70, je nachdem, werden 2G bringen, der Besucher, dann kann ich sagen, okay, für diese Anzahl an Besuchern wird diese Veranstaltung auch machbar sein, damit ist das auch wirtschaftlich abbildbar und nicht und kein Fass ohne Boden. Also es ist so, dass wir der Meinung sind, wenn wir eine sichere, in dem Fall Blase, schaffen, dann weiß jeder, der da hineingeht, dass alle anderen ebenso getestet oder geimpft sind bzw. wurden, und er kann sich dort normal verhalten und
Es hat quasi für diesen Tag, für diesen Abend, für diese drei Tage sein altes Leben zurück. Klarerweise sieht es anders aus bei Zusammenkünften von Menschen, die man nicht kennt, die nicht überprüft wurden, in der U-Bahn, im Supermarkt. Da ist es ja nach wie vor so, dass Maskenpflicht etc. besteht. Ich selber nütze in Wien immer wieder die öffentlichen Verkehrsmittel. Versuchen Sie mal in der U-Bahn auf Distanz zu gehen und dann wird das Ganze dann natürlich schon irgendwo absurd. Das heißt, noch einmal, es ist jetzt an der Zeit, dass die Politik keine Parteipolitik betreibt, dass grundsätzlich immer einer gegen das andere ist, dass die andere Seite sagt. Wir befinden uns in einer weltweiten und in einer nationalen Krisensituation und da geht es darum, sachpolitische Entscheidungen zu treffen. Ich finde es großartig, dass über 40 hochkarätige Medien hier anwesend sind. Das zeigt ja, wie wesentlich dieses Thema und wie wichtig das Thema ist. Ich finde es aber eigentlich weniger großartig, dass wir hier sitzen müssen mit dem Bürgermeister von Wiener Neustadt, mit dem größten Veranstalter, mit führenden Wissenschaftlern, weil eigentlich wäre das, glaube ich, doch die Aufgabe der Regierung, beziehungsweise hat die Regierung ja viele Wissenschaftler, die sie berät. Sprich, bitte klare Rahmenbedingungen, bitte klare Entscheidungen für eine Planungssicherheit. Und ich wiederhole noch einmal, wenn man durch die Sicherheitsmaßnahmen am Eingang mehr Infizierte herausfiltern kann, als am Ende dann herauskommen, dann hat man einen wesentlichen Beitrag für die Gesundung des Landes geschaffen und die Motivation der Jugendlichen, endlich auch sich vielleicht impfen gehen zu lassen oder regelmäßig PCR zu testen, ist eine nicht zu unterschätzende, sondern das ist der ganz, ganz wesentliche Schritt zu einer Normalität. Danke. Ja, genau da möchte ich mich jetzt draufsetzen nochmal. Es ist natürlich auch wesentlich für uns, nämlich das Ziel muss sein, in und mit der Pandemie zu leben. Ja. Wir müssen einen Weg finden, wo das in irgendeiner Art und Weise für alle weitergehen kann, für Konzertbesucher, in dem Fall Festivalbesucher, aber auch natürlich für uns Veranstalter, für uns, für unsere Ticketunternehmer und für alle anderen. Ja. Es ist zum Beispiel so, dass es beim Szene Open Air, und wir haben dort jetzt die Zahlen bereits von einem Festival, zwei Infizierte gab von 7.000 Besuchern pro Tag. Ja. Deswegen haben wir uns auch überlegt, das Ganze nicht nur mit Top-Wissenschaftlern betreuen zu lassen und begleiten zu lassen, sondern auch mit einem Mediziner. Und dazu sitzt der Herbert Weltler hier, den ich vorher vorgestellt habe, und der hat jetzt auch noch einiges zu dem Thema zu sagen. Also es ist unbestritten, dass die Pandemie getrieben wird durch die ungeimpften Menschen. Und diese Pandemie wird weitergehen, wenn wir die Impfbereitschaft nicht noch weiter erhöhen. Das ist mittlerweile klar. Wenn man jetzt davon hergeht, dass die Impfbereitschaft, wenn Sie sich erinnern können, im Dezember in Österreich bei ungefähr 30% war, 30% haben sie überlegt, ob sie sich impfen lassen wollen, und 30% waren oder 40% waren strikt dagegen, hat sich das Ganze von vornherein schon geändert. Tatsache war aber, wie Sie sich erinnern können, ist, dass der Impfstoff zu der Zeit relativ knapp war und dass wir eine Priorisierung vorgenommen haben, wo eben die ältere Bevölkerung zuerst geimpft wurde. Der Jugend wurde damals oder den jungen Menschen wurde gesagt, bitte Rücksicht nehmen auf Opa und Oma und auf die ältere Bevölkerung. Bitte bleibt zu Hause, bitte schränkt euer soziales Leben ein, bitte macht das und das. Wie man sieht, haben diese jungen Menschen sich wirklich jetzt seit einem Jahr oder mehr als einem Jahr strikt daran gehalten und haben für diese Gesellschaft einen riesengroßen Beitrag geleistet, der dahingehend auch besteht, dass sie sowohl in ihrer Ausbildung, aber auch in ihrer schulischen Ausbildung, aber auch in ihren vor allem sozialen Kontakten behindert wurden. Und dann wurde irgendwann einmal versprochen, so und jetzt ist die Jugend dran und man muss dazu sagen, dass durch die Jugend auch da wieder nicht dran war, sondern sie wurden auch bei der Impfung letztgereiht und das hat deswegen Gründe gehabt, weil auch da immer noch der Impfstoff noch nicht vorhanden war. Diese Jugend, also junge Menschen und wenn man sich irgendwann einmal selber an die eigene Jugend zurückerinnert, wissen wir, junge Menschen suchen sich ihre sozialen Kontakte und so entstehen auch Jugendkulturen. Und deswegen
muss man auch verstehen, dass man diese jungen Menschen ein Angebot stellen muss, dass wir jetzt, gerade jetzt, wo wir wissen, dass genau in dieser Gruppe lediglich 30% geimpft sind, dass man ihnen ein Angebot stellt, dass diese Impfbereitschaft sich erhöht und natürlich auch die Durchimpfungsrate in diesem Bereich sich erhöhen wird. Ein Schritt dazu sind ganz sicherlich Veranstaltungen, die angeboten werden, wo man jungen Menschen sagen könnte, okay, hier gibt es eine eher sichere Form von gesellschaftlichem Leben und dazu sollte man bereit sein, diese Chance zu nutzen, um die vorhandene Impfbereitschaft der jungen Menschen zu unterstützen. Das ist nicht so, dass sie die nicht impfen lassen wollen, sondern das Angebot war bis jetzt noch nicht da. Und deswegen müssen wir jetzt schauen, dass wir die dazu bringen, dass wir ihnen noch einmal das Angebot haben und sagen, okay, ihr habt jetzt ja, ein Jahr lang wirklich darauf verzichtet, dass wir ihnen wirklich geschützt einen Bereich geben, wo sie sich unterhalten können, wo sie Kontakte finden und wo sie einfach mit einer geimpften Situation besser in die Zukunft gehen können. Das ist nicht nur im Sinn von jungen Menschen, sondern das ist im Sinn von uns allen, weil wenn wir höher, dass wir diese Impfrate in Österreich machen werden, umso leichter werden wir diese Pandemie oder die jetzt schon vorhandene vierte Welle durchdrücken. Dankeschön. Es war so, dass im Juni ja geheißen hat, dass es Veranstaltungen wieder geben darf, ab Juli. Ja. Das Novarock war zu dem Zeitpunkt bereits abgesagt. Da hatten wir eine ähnliche Situation im März, wo wir sozusagen eine Deadline der Politik gestellt haben, dass wir bis Ende Februar, Anfang März eine Entscheidung brauchen, ob man das Novarock spielen kann oder nicht. Natürlich waren wir im März in einer, Phase, wo wir von den Infektionszahlen sehr hoch waren. Letztendlich gab es diese klaren Signale von der Politik erneut nicht in unsere Richtung. Das heißt, wir mussten diese Entscheidung selbst treffen wieder mal und hatten nur mehr die Wahl, das Festival im Endeffekt abzusagen, wenn wir nicht mehr länger warten konnten. Was allerdings im Juni für mich klar war, ja, als ich diese Nachricht bekommen habe, ist, dass wir für die Novarock-Fans, die wirklich noch einmal, raus wollen dieses Jahr, vielleicht einen eintägigen Event mit dem Titel Novarock Encore veranstalten wollen. Ja. Und da ich in Wiener Neustadt doch ein bisschen eine Konzertgeschichte habe, nämlich mit dem Aerodrome und auch schon einige Konzerte dort veranstaltet habe, war für mich das Naheliegendste, mit Wiener Neustadt Kontakt aufzunehmen, ob man so ein Projekt in Wiener Neustadt durchsetzen könnte oder spielen könnte. Und da sind wir beim Bürgermeister, beim Herrn Schneeberger, wirklich auf absolut offene Ohren getroffen. Ja. Und wir haben hier wirklich mit Wiener Neustadt und mit dem Herrn Bürgermeister eine Stadt und einen Bürgermeister, die, glaube ich, zu 100% hinter diesem Festival stehen. Ja. Die wollen auch so wie wir, dass dieses Festival passieren wird, ja. Und die sich genauso freuen auf dieses Festival wie wir. Und dazu möchte ich den Herrn Bürgermeister Schneeberger recht herzlich begrüßen, der auch ein paar Worte an euch richten wird. Ja, meine Damen und Herren, es klingt irgendwo grotesk. Heute vor 5 Monaten, am 11. März, war Wiener Neustadt der Hotspot der Pandemie österreichweit. Wir hatten eine Inzidenz von 563. Heute, 5 Monate später, am 11. August, kündigen wir an, unter welchen Voraussetzungen Novarock Encore hier durchgeführt wird in Wiener Neustadt und in einem Monat soll es durchgeführt werden. Und warum wagen wir es als Stadt Wiener Neustadt, hier ein klares Ja zu sagen? Zum einen haben wir eine Verantwortung für die Jugend, für die Kultur und letztendlich auch für die Wirtschaft, für die Veranstalter. Eine Verantwortung, die wir ernst nehmen unter klaren Rahmenbedingungen, die jetzt von den Experten hier klargelegt wurden. Es gilt für mich aber auch der Vertrauensgrundsatz. Wenn man einmal Ja sagt, unter den Rahmenbedingungen wird etwas durchgeführt, dann hat es durchgeführt zu werden. Das ist für mich eine klare Sache, nicht nur in der Politik, sondern auch in der Wirtschaft. Wenn man Ja, ein Ja muss ein Ja sein und ein Nein ist ein Nein. Und wir haben Ja gesagt im Wissen, dass es
problematisch von vielen gesehen wird. Ich bekomme so manche Mails, wo mir Verantwortungslosigkeit vorgeworfen wird. Ich beantworte das ganz einfach. Normalerweise gibt es die 3G-Regel. Hier wird sogar auf die 2G-Regel vorgegangen. Gleichzeitig gibt es Veranstaltungen, ich war zufällig beim Red Bull Match mit 30.000 Menschen. Warum da ja, im Sport, in der Kultur nein, speziell bei Jugendveranstaltungen. Wir müssen der Jugend die Chance geben, mit dieser Pandemie leben zu lernen. Genauso wie wir es bewerkstelligen müssen mit diesen Umständen, die morgen nicht weg sein werden, Herr Professor. Die sind morgen, übermorgen, in einem Jahr noch immer da. Unsere Aufgabe ist, dass wir so viel wie möglich Menschen animieren, impfen zu gehen. Und das ist ein Motivationsfaktor hier, eine derartige Veranstaltung in einem Segment, wo eben wenig Freude haben, sich impfen zu lassen. Wenn wir wahrscheinlich sagen, Sie können auf Urlaub fahren, dann fragen Sie nicht, welche Impfung Sie nehmen und welche Auswirkungen sie hat. Sie nehmen es in Anspruch. Wir müssen hier motivieren und ich bin dankbar, dass ein Veranstalter den Mut gehabt hat, hier zu sagen, ich übernehme die Verantwortung, diese Veranstaltung zu organisieren. Ich bedanke mich bei Gerald Stangl, beim Chef der Arena Nova, der auch verantwortlich ist für Stadion und entsprechende Kompetenz für Veranstaltungen hat, dass wir gemeinsam mit dem Veranstalter alle Möglichkeiten durchgegangen sind, wie diese Veranstaltung optimal vorbereitet und durchgeführt werden kann. Das heißt, wir wissen, wo wir Ja sagen können, aber wir sagen gleichzeitig auch als Stadt- und Gesundheitsbehörde Nein. Ich hatte vor, im Oktober ein Straßenkunstfestival durchzuführen. Nur da ist es unheimlich schwer, 200, 300, 400 Menschen, die willkürlich zusammenkommen, eben mit den 3- oder 2G-Maßnahmen zu kontrollieren. Daher haben wir das abgesagt. Aber hier in einem abgeschränkten Bereich kann die Kontrolle hervorragend durchgeführt werden. Wenn es das eine oder andere Cluster gibt, dann haben wir trotzdem ein gutes Gewissen, dass alle Maßnahmen gesetzt wurden, die von der Gesundheitsbehörde geprüft wurden. Und so gesehen kann ich nur sagen, Wiener Neustadt ist bereit, diese Veranstaltung unter den Vorgaben, die vorhanden sind, durchzuführen, weil wir eben die Verantwortung gegenüber unserer Jugend ernst nehmen. Dankeschön, Herr Bürgermeister. Ich glaube, jeder merkt, dass alle, die hier vorne sitzen, zu 100% hinter dieser Veranstaltung stehen. Wie gesagt, mir war es sehr, sehr wichtig, mit dem Nova Rock and Core sozusagen ein Flaggschiff hier vom Stapel zu lassen, ja, das seinesgleichen sucht. Und ich glaube, das ist uns gelungen in Form von Begleitung von Top-Wissenschaftlern, von Medizin, von der Stadt Wiener Neustadt, vom ZDS Event Team Austria. Es stehen alle 100% dafür, dahinter. Ja. Und deswegen, sage ich jetzt einmal, spricht nichts mehr dagegen. Und ich glaube, das hat man auch gemerkt, dass dieses Festival stattfinden wird. Und davon gehe ich aus, dass wir uns alle am 11. September in Wiener Neustadt sehen, weil es gibt jetzt keinen Grund mehr, diesen Event sozusagen einen Schranken vorzusetzen. Zumal dieses Event ja jetzt wirklich Ergebnisse liefern soll, wirklich Zahlen und Fakten liefern soll, die Politik jetzt bitte endlich aufgreifen soll, die Politik jetzt irgendwann einmal verstehen lernen soll, ja, dass wir hier, wie gesagt, mithelfen können und natürlich mithelfen wollen. Das ist ja ganz klar, ja, weil wir wollen auch weiterarbeiten. Es gibt genügend Besucher, die auf Konzerte wollen und deswegen machen wir das jetzt. Ja. Und ich sage jetzt einmal, bitte Ende, liebe Politik, mit dieser Vogel-Strauß-Politik, sondern kommt auf uns zu, lasst uns gemeinsam etwas erarbeiten, ja, wo wir nicht nur Sportveranstaltungen ermöglichen, sondern wo wir auch wirklich Kulturveranstaltungen im Jugendbereich sozusagen ermöglichen können. Ja. Und ich sage jetzt einmal, da ist jetzt das Nova Rock and Core beispielgebend. Ja.
Und ich denke, wir werden beim Novarock & Co. vor Ort auch nochmal eine Pressekonferenz machen, ja, um die letzten Wochen Revue passieren zu lassen und auch mögliche vielleicht erste Ergebnisse bezüglich des Einlass und des Impfkontingents, die dort reingegangen sind sozusagen, die geimpft waren. Vielleicht haben wir da auch schon Zahlen, die wir auswerten können und bekannt geben können. Ja. Ich möchte noch kurz am Ende jetzt erinnern, Novarock & Co., wer es nicht weiß, wie gesagt, 11. September in Wiener Neustadt im Stadion, Acts wie Seiler und Speer, Power of Stellar, Bullet for My Valentine, Måneskin, die Eurovision Song Contest Gewinner werden dabei sein, Millen Collins sind dabei, aus Österreich sind auch Ruskaya dabei, Power of Stellar sind dabei, ja. Also ein wirklich ganz, ganz dichtes und sehr, sehr breites Programm und ich sage jetzt, wir freuen uns alle schon, wenn wir dort stehen werden am 11. September, ich glaube, alle unter uns sind bereit für diesen Tag. Und ich bedanke mich jetzt bei den Herren hier vorne, die das Projekt wirklich und uns tatkräftig unterstützen in den nächsten Wochen. Ja, und sage jetzt nur, see you in Wiener Neustadt. Dankeschön.